So, herzlich willkommen zurück zu Pokémon Folge 3. Ja, ich habe die Folge im Nachhinein doch ein bisschen umbenannt. Also jetzt, ne? Die Folge ist jetzt die erste Folge, die am Dienstag rauskommen wird. Bisschen quasi für euch rauskommt. Ist das schon draußen? Für euch jetzt, sonst könnt ihr sie ja gerade nicht sehen, ne? Macht ja voll Sinn. Ich glaube mal zwei Folgen pro Tag ist ganz sinnig. Gut, außer gestern, da kam für euch drei Folgen, weil da noch die Probeaufnahme quasi mit rauskam. Wenn ich sie jetzt nicht habe, weiß ich nicht. So, hier machen wir hier Smash the A-Button. Okidoki. So, wir sind immer noch dabei, bei dem Versuch irgendwie an ein Tropfen ranzukommen, weil wir hatten ja hier eins gefunden. Aha, da haben wir bereits eins. Sehr schön. Dann gehe ich mal direkt zu Nidoran. Nee, Pikachu ist zu heftig. Vor allem, Flug hat halt eine Schwäche gegen Elektro. Das heißt, je nach Pikachu, da kann ich machen, was ich möchte. Jeder Kack ist ein. Ja. Damit würde ich Tauzi direkt sofort umbringen. Tackle. So, das Problem ist, ich kann mich nicht nochmal angreifen, weil wenn ich nochmal angreife und es dann ein Volltreffer wird, ist Topsy auch wieder tot. Deswegen mache ich jetzt schon direkt Pokéball. Ist zwar dumm, aber naja, was soll's. Jawohl, direkt beim ersten Versuch. Leck mich am Arsch. Wunderbar, Topsy wurde gefangen. Für Topsy wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Bla 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 bla. Möchtest du Topsy Spitznamen geben? Nein! Kann man das in den Optionen irgendwie deaktivieren? Text, Kampfanimation, Kampfstil, Sound, Drucken. Ach so, ja, für diesen Gamer gab es doch diesen komischen Drucker da. Aber nein. Möchte ich nicht, brauche ich nicht, will ich nicht. So, wir waren hier oben. Wir haben jetzt mittlerweile mal einen Taubsi. Okay, die Sache ist, wir brauchen unbedingt noch ein Pokémon. Nein. Was stark ist. Nidoran ist bereits Level 6. Ich bevorzuge aber mal trotzdem doch eher Tauch. Weil, wie gesagt, gegen Rocco wird Pikachu keine Chance haben. Deswegen lasse ich Pikachu jetzt einfach mal außen vor. Beziehungsweise haben wir hier schon alles abgeklappert. Genau, bei der Dame waren wir schon, aber hier oben waren wir noch nicht. Hier gibt's. Pokéball! Oh wow, wir haben Pokéball gefunden. Okay. Hätten wir gar nicht viel kaufen brauchen. Weil die gibt es überall Pokébälle. Raupi. Ach scheiße, auf Raupi wird das schwerste. Oh. Wir brauchen nur noch 6 Kandidaten für unser Team. Ich glaube, da nehme ich sogar einen Raupi. Weil Raupi wird später für Smetbo. Und Smetbo ist ein geiler Ficker. Kämpfen. Wir haben nur Windstoß. Macht Windstoß Schaden? Ja doch, ne? Windstoß. Genau. Windstoß macht Schaden. Volltreffer. Okay, das heißt, ich kann noch ein paar Mal angreifen. Jawoll. Gut, es ist nicht optimal, aber reicht aus. Pokéball. Digga, ich hätte gar keine Pokébälle mehr kaufen brauchen. Ich hätte alles First Try. Raupi wurde gefangen. Für Raupi wird ein neuer Eintrag im Pokédex angelegt. Berührt mal mit Fühler auf seiner Kopf. Diese Pokémon so sondert es einen ekligen Geruch ab. Würdest du Raupi Spitznamen geben? Nein. Wie immer mit ihrem Spitznamen. Achso, siehst du, wenn wir gerade ein Pokémon gefangen haben, direkt speichern. Wir spielen schon eine Stunde. Ja, leck mich am Arsch. Na gut, macht ja Sinn, ne? Zwei halbe Stunden folgen. Zweimal halbe Stunde ergibt eine Stunde. Okay, wir sind wieder am Anfang. Tipps für Trainer. Wenn du Kämpfe meiden möchtest, bleibe hohen Gras fern. Ja, wow. Möchtest du auch kämpfen? Verdammt, mir sind die Pokébälle ausgegangen. Wie fange ich nun bloß Pokémon? Ganz einfach. Gar nicht. Du solltest immer genug Pokébälle dabei haben. Bei dir haben. Ich meine, eine Alternative zu Pokébälle wäre vielleicht ein, ne, hier so ein Lasso. So, oha. Da möchte wieder einer ans Bein pinkeln. Hey!
Du hast auch Pokémon? Los, lass uns kämpfen. Was macht er damit sein Netz? Geht er damit auf Mädchenjagd oder was? Käfersammler möchte kämpfen. Käfersammler setzt Raupi ein. Na, geile Scheiße. Oha, Level 7. Wisst ihr was? Ich mach mal hier Dream Team. Ich mach immer Taubsee und wechsel dann zu Pikachu. Dann kann ich das Ding da platt machen. Aber beide Pokémon, also alle im Kampf beteiligten Pokémon, bekommen ja EP. Das heißt, ja, das, was es heißt. Taubsee wird quasi trainiert, ohne dass sie überhaupt gekämpft hat. Es ist quasi alleine vom Zugucken intelligenter geworden. So, Hoppy wurde besiegt. Taubsee erhält 39, Taubsee erreicht. Ja, seht ihr, Level 4. Direkt. 8898. Pikachu erhält 39 EP. Käfersammler wird Raupi in den Kampf schicken. Schon wieder. Möchtest du wechseln? Wechseln wir? Nein. Käfersammler setzt Raupi ein. Donnerstag. Aua. Gegner Raupi ist Paar. Ah, nice Scheiße. Oh, okay, kann aber trotzdem angreifen. Pikachu-Initiative sinkt. Kämpfen? Donnerschock. Okay. Gegner ist platt. Pikachu wurde besiegt. Pikachu erhält 79 TP. Pikachu erreicht Level 10. Geile Kacke. Ich besiegt Käfersammler. Käfersammler. Ah! Raupi hat es nicht geschafft. Ich gewinnt 70 Yen. Ist ja... Ist 70 Yen ist 50 Cent. Was für eine geniale Belohnung dafür, dass ich dich gerade gefickt habe. Arschgeburt. Oh, okay, der möchte auch kämpfen. Vielleicht sollten wir erstmal wieder zum Pokécenter gehen. Wobei, unsere Pikachu geht ja noch relativ gut. Käfersammler möchte kämpfen. Käfersammler setzt Saftkorn ein. Los, Topsy. Saftkorn kann, glaube ich, nur Härtner, kann das sein? Dann könnten wir ihn da quasi platt machen, einfach. Ja, genau, sehr schön. Smash the A-Button. Also für die Leute, die es nicht wissen, es gibt in den Pokémon-Spielen Pokémon, die haben keine sinnvolle Attacke, oder aber aufgrund der verkackten KI oder der sehr einfachen KI, nutzen sie keine Attacken, die Schaden machen, sondern nutzen die ganze Zeit nur Attacken, die halt irgendwelche Statuswerte verändern. Das heißt, man kann, egal wie schwach man ist, diese Pokémon irgendwann erledigen. Weswegen die sich halt optimal dafür einigen, dafür eignen, um halt schwache Pokémon zu trainieren. Weil wie wir sehen, wir bekommen keinen Schaden und machen einfach mal ein Pokémon platt, was zwei Level über uns ist. Das ist schon nicht schlecht, vor allem gibt das halt ordentlich Erfahrungspunkte. Wir müssen nur aufpassen, unsere AP wird irgendwann aufgebraucht sein. Unsere Angriffspunkte. Ach, 25 für 35 Angriffe haben wir noch. Der ist ja easy. Saftkorn wurde besiegt. Taubsi hält 91 Erfahrungspunkte. Taubsi erreicht. Wow, direkt ein Level übersprungen. Raupi in den Kampf. Na, da wechseln wir doch lieber. Ja, und zwar auf Pikachu. Ja, doch. Topsy, genug, komm zurück. Los, Pikachu. Mach den Donnerschock. Kannst für mich. Schade, ich dachte, du bist gewonnen. So, damit ist Peter noch schon wieder weg. Raupi wurde besiegt. Pikachu hält 67 EP. Auch schon wieder Saftkorn. Ja, komm, machen wir wieder Taubsi. Sehr schön. Achso, siehst du, wir können eigentlich auch mal Raupi trainieren. Fällt mir gerade mal so ein. Pokémon. Raupi.
ist ja gerade bei Level 3. Das kann ein bisschen mehr Training gebrauchen. Erstmal. Kämpfen, Tackle. Kann es eine ganze Welle dauern. Okay, ich würde mal sagen, solche Sachen, ich spiele einfach mal ganz kurz. Hui! Das kommt, wurde besiegt. Trotz erhält 75 EP und... Was? Robby hat... Achso, erste war dieser Boss. Robby erreicht Level 4. Na gut, jetzt hab ich so viel. Ich besiege Käfersammler. Käfersammler. Oh, ich habe kein kampfbereites Pokémon mehr. Ich gewinnt 60 oder. Ist sowieso unfair, ne? Wenn wir kein kampfbereites Pokémon mehr haben, dann fallen wir angeblich in Unmacht und werden zum Pokémon Center teleportiert oder keine Ahnung was. Aber wenn andere ne, verlieren, die bleiben einfach da stehen und gucken sich so dumm in der Gegend um. Also manchmal verstehe ich die Logik von so Spielen nicht hundertprozentig. So. Oh, Track. Okay, also nicht immer vorgebildet. Saftkorn. Ah, okay, Topsy, ich will dich. Ich glaube, ich bleib erstmal bei Topsy. Aber den letzten Gnadenstoß, den verabreiche ich den wieder mit Robby. Damit beide trainiert werden. Wie gesagt, Saftkorn ist halt einfach die beste dickste Bumse, die man haben kann. Einfach, weil es sich nicht wehren kann. Ich fühle mich gerade ungefähr genauso cool, wie wenn ich Sechstklässler bin, der auf dem Schulhof gerade einen Erstklässler vermöbelt. Genauso geil komme ich mir gerade vor. Vielleicht ist auch meine Kippe im Mund. Tackle, ich will dich. Ach, das dauert ja noch. Yay! Saftkorn wurde besiegt! Topsy erhält 20 EP! Topsy erreicht Level 7! Raupi erhält 20 EP! Und gar nichts. Okay. Verstehe. Okay, wie geht's hoch? Okay, wow, ich geh jetzt wieder zurück. Wie sieht es eigentlich bei unserem Pokémon derzeit aus? Es geht so. Pikachu ist noch relativ gut auf den Beinen. Wir brauchen also noch kein Pokémon Center. Das nächste Pokémon. Oha, Raupi. Ein wildes Raupi ruppt sich zusammen. Dann. Nö. Pikachu, ich bitte dich. Gib's ihm. Hart auf die Mütze. Ja. Okidoki. Na gut, 11 EP ist jetzt nicht die Welt. Oh, was macht der denn da? Will der was von uns? Ich speichere mal nicht jetzt einfach. Ja. Er will uns an die Karre pissen. Ich bin der Beste. Du kannst mich nicht besiegen. Frag mal mehr Pikachu. Ich glaube, er wird dir genüsslich in den Arsch beißen. So, Käfersammler setzt Raupi ein. Ja, willst du mir gerade hier. Und du willst gut sein? Wow, Fadenschuss. Ist irgendwie die Startattacke bei Raupi. Weißt du, Raupi könnte ja auch Tackle einsetzen, aber nein. Warum etwas machen, was Schaden macht, wenn man noch einfach nichts machen kann? Okay, das war's. Hoppy wurde besiegt. Hoppy hält 43 EP, Pikachu hält 43 EP. Käfersammler Saftkorn.
Kampfschiff. Möchtest du den Pokémon wechseln? Ja, dann nehmen wir wieder Hobby. Und dann lassen wir mal hier ein bisschen trainieren. Wobei es kann wieder eine ganze Weile dauern. Ich glaube, ich mache einfach mal wieder mit Speed hier. So, das wird ja schon gleich viel besser. Na gut, aber es wird trotzdem eine Weile dauern. Oh nein! Achso, du bist auch wieder geschoben. Okay, dann, Topfi ist zu schwach. Ich nehme trotzdem Topfi. Geht's los. Ah, okay, das sagt man kann andere Sachen. Okay, noch wieder Herbner. Interessant. Mensch, gut, 18 Mal können wir noch. Das sollte hoffentlich reichen. Wenn nicht, muss halt Pikachu den Rest übernehmen. Raupi kriegt sowieso keine Erfahrungspunkte mehr, dadurch, dass es leider die Welt verlassen hat. Und tote Pokémon bekommen keine Erfahrungspunkte. Genauso wie wenn man ein Pokémon fängt. Also, ne, wenn man jetzt den Pokémon schwächt und sein Pokéball nach dem Pokémon wirft. Der Pokéball kommt für Erfahrungspunkte. Spaß, nein, das ist er nicht. Nee, aber das Pokémon, mit dem man das andere geschwächt hat, bekommt auch keine Erfahrungspunkte. Weil man es ja nicht besiegt hat. Ne? Wäre noch schöner, wenn man auch Erfahrungspunkte bekommt, ohne dass das Pokémon überhaupt besiegt wurde. Aua! Warum kann der Tafcon tackle? Oh, noch einmal Windschutz und den Fischhack hier ausgeschmissen. Dankeschön. Tafcon wurde besiegt. Topsy hält 123. Topsy erreicht Level 9. Echt besiegt Käfersammler. Dabei habe ich mich so angestrengt. Ich gewinne 80. Oh, immerhin. Oh, was gibt's hier? Gar nichts. Ha. Oha. Ja gut, Raupi ist leider nicht mehr da. Vielleicht wird man vorher erstmal zum Pocket Center wieder gehen. Versuch mal, vielleicht kriegt er One-Hit. Ah, leider nicht. Ah gut, komm, dann gehen wir mal direkt zu Pikachu. Pika! Perfekt. Okay, gibt es wieder ein Zwei-Wege-System. Einmal links, einmal rechts. So. Ah, Pikachu ist schon Level 10. Sehr schön. Aber ihn ist schon mit auf ein angenehmen Level gehoben. Gesenkt. Macht keinen Sinn. Gut, beide Pokémon erhalten 10, 11 EP. Ist jetzt nicht die Welt. Und ein Pokéball. Okay, also Trank hätten wir gar nicht kaufen müssen. Da kriegen wir mattig. Tipps für Trainer. Es ist verboten, anderen Trainer Pokémon zu stehlen. Was? Fang nur wilde Pokémon. Ich glaube, das ist eine Verschwörung. Ich finde diese Melodie so geil. So, Raupi Level 5. Holy crap. Topsy, genug, komm zurück. Ja, mal mit der Fadenschuss, ey. Doch. Ah, hat nicht ganz gereicht, schade. Sie erhält 18, Pikachu erhält 18 EP. So, da ist ein Trainer. Wie sehen unsere Pokémon aus? Pikachu.
Pikachu ist mittlerweile auch ganz schön lidiert. Holy shit. Das könnte ins Auge gehen. Ich speichere mal vorher das Verfahren nochmal. So. Hoffentlich schaffen wir den Kampf. Ich weiß nicht, wie viele Pokémon da noch kommen. Ich hoffe mal nicht mehr so viele. Ach, ja, plus ein Pokémon. Käfersammler möchte kämpfen. Käfersammler setzt Raupi ein. Levels. Ach du Kacke. Nee, das wird nichts. Scheiße, wir hätten direkt mit Pikachu reingehen sollen. Weil das Problem ist, wenn ich jetzt mit Pokémon wechsle, kann der Gegner einmal extra angreifen. Quasi. Und Level 10 gegen Level 10, ich weiß nicht. Oha, 5 mit einmal. Ah, scheiße, wir sollten direkt mit Pikachu reingehen. Das könnte schief gehen. Das wird schief gehen. Eieieiei. Okay, wir haben Glück gehabt, weil Robby nur Farbenschuss einsetzt. Ist mal wieder die Dummheit des Gegners. Ansonsten hätten wir echt Probleme gehabt. Wenn jetzt Robby die ganze Zeit Tackle eingesetzt hätte, dann hätten wir echt... Weil dann hätten wir jetzt 10 KP verloren. Wir haben nur noch 9. Das heißt, Pikachu wäre gestorben. Topsy hält 55, Pikachu hält 55. Nicey dicey. Käfersammler. Uff! Du bist zu gut! Ich gebe auf! Ich gewinnt 100. Fast ein Euro. Ein Schild. Tipp für Trainer. Wenn du kämpfen meinen möchtest, bleibe hohem Gras. Da stand direkt am Eingang. Danke, dass du den Tipp wiederholst. Achso, hoffentlich. Hat der kein Gesicht? Sicher. Auf Büsche im Wegesrand. Pokémon können sie mit einer speziellen Technik kleinhacken. Ach, okay, da wo wir den Trank da gefunden haben. Viele Pokémon leben in Höhlen und Wäldern. Du solltest dich überall umsehen, um verschiedene zu finden. Ja. Oh, scheiße, wir haben schon wieder eine Wiese. Aber wir können sie umgehen. Die nächste City ist da. Tipps für Trainer. Alter. Unabhängig von der Dauer eines Einsatzes erhält jedes Pokémon für die Teilnahme an einem Kampf Erfahrungspunkte. EP. Ah, wir haben sogar einen Pokémon-Markt direkt hier vor die Fresse. Da können wir direkt unsere Pokémon aufladen. Heilen. Heile Pokémon. Was? Wir haben schon 5 Pokémon. Nice, nice, nice. Gut, ich meine, die ersten Pokémon werden noch bald wieder verschwinden aus unserem Team. Kommt jederzeit wieder vorbei. Gehen. Von Tonus Gesang werden Pokémon ganz müde. Ich auch. Schnarch. Wie kannst du bitte schon mit mir reden, wenn du schnarchst? Süß. Okay. Okay. Kennt eigentlich von euch noch jemand diese Tamagotchis? Irgendwie Pikachu ist ein richtiges Ingame-Tamagotchi. Habe ich so das Gefühl. Pokémon Center sind echt klasse. Dort können sie deine Pokémon komplett heilen. Die können sogar schwerwiegende Dinge, wie etwa Vergiftungen, heilen. Ja, also alle Statusänderungen, wenn man zum Beispiel auch verbrannt ist oder vereist oder irgend sowas, alles kann hier komplett geheilt werden. Hier ist ein schwarzer Mann, der macht sich von der Seite an. Was? Team Rocket befindet sich auf dem Mondberg? Das muss ich sofort melden. Verschwinde. Sorry. Ich wollte dir eigentlich zu nahe treten. Ich hatte den PC ein. Warum eigentlich? Achso, siehst du, wir können. Nee, können wir nicht. Raus, 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 weg. Danke. So, was gibt's hier sonst noch? Am besten erstmal eine Folgenpause. Wir machen immer in der nächsten Folge weiter. Und hat das Spiel gesichert.
Das stell dir mal vor. So, in dem Sinne dann, schau mit V. Bis dann.